Herzlich willkommen zur 9. Episode des Let's Build Podcasts. Mein Name ist Hannah Wunsam, ich bin Geschäftsführerin von Austrian Startups und heute ist mein wunderbarer Co-Host die Nina. Und wir tauchen heute tief in das Thema Zeitmanagement und Produktivität ein. Nachdem es letztes Mal ein bisschen theoretischer war zum Thema Gründungsprozesse und wie startest du in diese rechtlichen Themen hinein, geht es heute darum, wie gehst du damit um, dass du als Gründer einfach 10.000 Sachen auf deinem Teller hast und viele Personen, viele Verantwortung, viele Leute, mit denen du arbeitest. Und wie managst du eigentlich deine Zeit, so dass du auch wirklich vorankommst, priorisierst und bei den wichtigen Themen weiterkommst? Nina, ist es dir schon mal passiert, dass dir so alles so richtig über den Kopf gewachsen ist und du so das Gefühl hattest, du bist zwar busy und machst ganz viel, aber eigentlich bringst nicht wirklich was weiter? Es ist sehr lieb, dass du einmal gesagt hast. Das passiert ständig, noch immer. Als Founder hat man einfach sehr viel zu tun und läuft von einer Sache zur nächsten. Ja. Wenn du jetzt mit jemandem sprichst, die neu in dieses Thema hineinkommt und sich jetzt überlegt, okay, wie gehe ich da überhaupt daran? Wie starte ich überhaupt damit, mich irgendwie besser zu organisieren, meine Zeit besser zu managen? Was kannst du da für Tipps geben? Wie hast du es geschafft, dir da einen Prozess zuzulegen? Also zuerst einmal einfach verstehen, wie gesagt, als Founder, es wird immer viel zu tun sein. Man kann nicht darauf warten, dass, okay, wenn einmal wenig los ist, dann kümmere ich mich um. Das wird nicht passieren, es wird jeden Tag kommen neue Dinge auf. Also das ist mal so, das ist die eine Sache. Das andere ist, das sind vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, lernen zu priorisieren. Was ist wirklich wichtig, was ist dringend, was macht einen Unterschied? Dazu gibt es die klassische Regel, die ich aber noch immer gerne anwende, diese 80-20%-Regel oder 20-80 eigentlich. Also was ist 20% meines Aufwandes, was aber 80% als Ergebnis sozusagen beisteuert. Priorisieren ist eben das eine. Das andere ist lernen zu delegieren. Also was muss ich selber machen und was kann vielleicht der andere machen? Was braucht nicht unbedingt meine Kompetenz oder meine Entscheidung? Weil, wenn du dann Kunden hast und mehrere Mitarbeiter, du wirst nicht alles machen können. Und je früher zu verstehen, was kann ich denn abgeben an Aufgaben, desto leichter wird's. Ich finde, das ist ein super Input. Was mir irgendwie auch geholfen hat, ist mal zu starten mit einer besseren Planung. Also einfach sich auch den Kalender anzuschauen und sich am Anfang der Woche zu überlegen, okay, was steht denn alles an, was sind eben diese Woche meine Prioritäten und mir auch hier ganz konkret Zeit zu blocken. Weil was irgendwie so ein riesen Produktivitätskiller ist, meiner Meinung nach, ist dieses sogenannte Kontext-Switchen. Das heißt, ich versuche mich auf etwas zu konzentrieren und dann kommt eine E-Mail rein und es bimmelt und ich schaue sofort in meine E-Mails und dann bin ich wieder zurück und arbeite an einer Präsentation und dann schaue ich irgendwie kurz auf Social Media. Dann bin ich wieder bei meiner Präsentation und dann fragt mich ein Kollege was. Also dieses ständige Hin- und Her-Switchen frisst extrem viel Zeit, weil es braucht 20 Minuten, bis du wirklich dich wieder voll in ein Thema hineingefunden hast. Und sobald du quasi wieder draußen bist, verlierst du Zeit und musst dich dann wieder erst reinarbeiten, um zurück in deinen Fokus zu kommen. Und was mir hier geholfen hat, ist einfach mal so Zeitblocker hineinzugehen, beziehungsweise, Nina, hast du schon mal die Pomodoro-Technik ausprobiert? Erzähl, Hanna. Es gibt da eine ganz lustige Methode, sie heißt Pomodoro-Technik. Und da geht es darum, dass du 25 Minuten versuchst, dich wirklich auf eine Sache zu fokussieren. Das heißt, du schaust, dass alle deine
Notifications alles ausgeschalten ist, dass dich nichts ablenken kann, gibst vielleicht deine Noise-Canceling-Kopfhörer hinein und versuchst dich auf einen Task 25 Minuten lang zu konzentrieren. Hast deinen Wecker gestellt, nach 25 Minuten klingelt der Wecker und dann hast du dir eine Pause verdient. Und dann machst du 5 Minuten Pause, stehst kurz auf, machst das Fenster auf, atmest durch und dann hast du deinen nächsten 25 Minuten Zeitblocker. Und das machst du so 3 bis 4 Mal und danach hast du dir eine längere Pause verdient, so 15 bis 20 Minuten. Und das hilft dir einfach zu sagen, okay, so 20, 25 Minuten schafft jeder, sich mal auf eine Sache wirklich zu fokussieren und dann irgendwie auch aktiv Pausen zu machen und sich wieder zu erholen. Und so kann man sich dann am Anfang mal des Tages seinen Kalender anschauen, sich überlegen, okay, was sind denn meine Prioritäten, was sind Sachen, die ich machen möchte und die in den Kalender in so 25 Minuten Slots auch eintragen. Kann ich sehr empfehlen. Hast du sonst irgendwelche Tools oder Tricks, die du anwendest, die Methoden? Doch einiges. Also das eine ist einmal die Kommunikation selbst. Also Handy, Anrufe, SMS, Nachrichten. Also vor allem, wenn du ein Team hast, dann gibt es vielleicht Slack oder Microsoft Teams oder was auch immer. Also halt eine Chat-App, wo man miteinander redet. Und da einfach mal zu lernen, wie stelle ich das überhaupt ein? Wo muss ich über alles Bescheid wissen? Wo brauche ich vielleicht nur, wenn mich wirklich jemand sozusagen meinen Namen erwähnt? Wo brauche ich es gar nicht? Man kann dann auch solche Automatisierungen machen, wie okay, zu diesen Zeiten bekomme ich gar keine Pings automatisch. Oder ich bekomme Erinnerungen. Also einfach mal dieses Setup zu verstehen. Das ist einmal eine grundsätzliche Sache, aber auch dann gewisse Regeln mit seinem Team aufzustellen. Also das ist vielleicht eben, wie Hanna, du gemeint hast, dann braucht eine Kollegin was. Vielleicht auch zu sagen, okay, dann gibt es vielleicht Meetings dafür, die man sich vorher ausmacht. Oder man kann das eben schriftlich machen, weil es ist jetzt nicht eben dringend, man braucht jetzt nicht sofort eine Antwort. Oder zum Beispiel eben, wenn es ein Text ist, zu sagen, okay, das ist non-urge, also das ist nicht dringend oder das ist jetzt absolut wichtig oder bitte nehmen die Zeit, also einfach hier auch besser gemeinsam arbeiten, weil das wird einfach früher oder später auf alle Fälle kommen. Als Founder bist du immer irgendwie reaktiv. Die zweite Sache ist zum Beispiel E-Mails, das ist doch immer Kommunikation, auch einzustellen, okay, wie kann ich das schnell abarbeiten, auch wieder, okay, gewisse Dinge kommen sofort, werden gefiltert, die werden erst später angezeigt. Es gibt da ganz, ganz viele Browser-Extensions, nennt man das, also halt am Computer, auf der Internet-App sozusagen, dass du da einstellen kannst, okay, es kommen zum Beispiel alle 2 Stunden, bekomme ich alle E-Mails auf einmal. Und nicht, dass ich bei jeder eingehenden E-Mail wieder gestört werde. Das ist alles so Thema Kommunikation. Und dann gibt es halt auch gewisse andere Automatisierungen. Also wenn es jetzt zum Beispiel geht Kundenkontakt, dann kann man sich ja solche Templates machen, also halt gewisse Musterbeispiele, wie ich zum Beispiel zu einem Kunden antworte. Dann brauche ich vielleicht nur Kleinigkeiten ausbessern. Oder was halt auch in aller Munde ist, ChatGPT, das ist ja diese Intelligenz, wo man einfach eine Frage stellen kann und das Tool gibt dir eine Antwort. Das heißt, es gibt so viele, du musst nicht mehr immer alles manuell machen, man kann sich das Leben auch leichter machen in gewissen Aufgaben. Und das, weil am Ende des Tages, es geht nicht darum, wie viele Stunden du arbeitest. Also du bist nicht erfolgreich, weil du mehr Stunden arbeitest. Es geht darum, wie effizient bist du. Also was hast du am Ende des Tages, was hast du für Ergebnisse? Und da kann man sich das Leben wirklich leichter machen. Also alles manuell, alles selbst, alles sofort machen zu müssen, das führt nicht zum Erfolg. Mhm. Ja, ich finde, E-Mails sind da so eine riesen Hürde für viele, weil es halt etwas ist, was wirklich sehr viel Zeit fressen kann. Was ich auch eine coole Methode finde, ist eine sehr einfache und sie heißt Zero Inbox Methode. Das heißt, am Ende des Tages ist immer das Ziel, dass keine E-Mail mehr in deiner Inbox ist. Und das bedeutet nicht, dass du sofort alle E-Mails beantworten musst, aber dass du, sobald du eine E-Mail beantwortet hast, diese archivierst, dass sie raus aus deiner Inbox ist, dass du, sobald du einen
Task hineinbekommst, zum Beispiel, der länger braucht, dass du den schedulest. Also das heißt, du schaust dir in deinem Kalender an, wann willst du dir dafür Zeit nehmen etc. Und dann dir auch gewisse Blocks idealerweise in deinen Kalender gibst, wo du sagst, okay, jeden Tag um 14 Uhr schaue ich in meine E-Mails und versuche, das wirklich geblockt in einer Fokus-E-Mail-Zeit abzuarbeiten und nicht immer wieder wie, das kann richtig süchtig machen, so wie so eine, wie nennt man das, Jukebox? Nein, Slot-Maschine, dass du immer wieder quasi also schaust, ist eine neue E-Mail reingekommen. Ja. Das man immer wieder refreshed quasi. Mit solchen Dingen kann man sich gut aufhalten, gell? Vielleicht dazu noch ein Gedanke. Ja. Ich glaube, was am wichtigsten ist, eben auch, wie du gerade Kalender gesagt hast, zu verstehen, wann bin ich denn am produktivsten? Also, bin ich in der Früh super energiegeladen oder bin ich total Nachteule? Habe ich nach Mittagessen eigentlich ein Tief? Dann sollte ich mir vielleicht nicht da diese 25 Minuten Fokuszeit reingeben, weil da werde ich vermutlich nicht so produktiv sein. Also sich gar nicht so viel an was machen andere halten, sondern okay, zuerst schauen, okay, was funktioniert für mich? Wann bin ich denn super effizient? Wann treffe ich gute Entscheidungen? Wann bin ich denn, habe ich Bock, eine längere E-Mail zu schreiben? Und dass ich mich dann danach richte und sozusagen diesen meinen Tag so plane. Absolut. Und eine letzte Methode, die mir noch extrem hilft, ist die Eat the Frog Methode. Kennst du die? Mm-hmm. Ah, nein, doch. Ich vermute, du meinst Eat the Frog, dass es dir am wenigsten Spaß macht. Machst du zuerst? Ja, genau. Also am Anfang des Tages esse ich einen Frosch. mache ich einen Task, der gemacht werden muss, auf den ich mich aber nicht freue oder der irgendwie mühsam ist. Und dann habe ich den einfach schon mal erledigt und damit habe ich so richtig das Gefühl, ich habe es geschafft und dann geht alles andere gleich viel, viel einfacher und viel besser. Also das kann man auch mal ausprobieren. Du hast vorhin angesprochen, Nina, dass ein wichtiger Punkt für dich ist, Prioritäten zu setzen, um zu schauen, dass du deine Zeit auch mit den richtigen und wichtigen Sachen verbringst. Das klingt ja mal sehr einleuchtend, aber wie setzt man Prioritäten? Wie gehst du das normalerweise an? Also was auch einfach wichtig ist, sich zu überlegen, was will ich denn, vielleicht nicht kurz, mittel, langfristig, aber was will ich in einer Woche erreicht haben, in einem Monat, in 3 Monaten, in einem Jahr. Ja, das ist jetzt zumindest so ein Beispiel, aber was muss dann am Ende des Tages passiert sein, damit ich mit meinem Unternehmen vorankomme. Und wenn ich weiß, okay, mein Ziel ist zum Beispiel, ich will das Produkt an 100 Leute gebracht haben in, sagen wir mal, 3 Monaten. Was muss denn passieren, was muss heute passieren, was muss morgen passieren, was muss in einer Woche passieren, damit ich dorthin komme? Und am besten ist, sich auch wirklich große Ziele zu setzen für auch längerfristige Überlegungen. Weil dann ist es immer, wenn ich das Große geschafft habe, also man nennt das diesen North Star, also diesen ganz großen Stern da oben, was ist denn das, was ich eigentlich machen will? Weil das wird dich vermutlich auch am meisten motivieren. Das will ich erreichen. Und wenn du dann daran jeden Tag denkst, tust du dir auch so vielleicht Entscheidungen zu treffen, okay, ist diese Aufgabe jetzt wirklich, macht dir einen Unterschied, damit ich da hinkomme? Das ist sozusagen auch das irgendwo ein bisschen emotional zu auszutricksen, weil wir alle lieben es, zu prokrastinieren. Ich kann es auf Deutsch sagen. und sich halt mit den Dingen auch gerne zu beschäftigen, die einfach vielleicht mehr Spaß machen, aber vielleicht bringen die einen nicht so wirklich weiter. Also einen Plan zu machen. Und dann kann ich das wirklich runterbrechen auf zum Beispiel wöchentliche Ziele, die ich erreichen will. Und diese wöchentlichen Ziele kann ich dann auch auf Tagesziele runterbrechen. Planung ist halt schon wichtig, weil so hält man sich auch selbst irgendwo accountable. Jetzt habe ich wieder mein Englisch. dass man halt zuverlässig sozusagen bleibt und sagt, ja, ich mache das, ich muss es deswegen machen, weil ich habe mir selber gesagt, ich will ja dieses Ziel erreichen. Ja,
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Input. Eben Ziele können dir wirklich helfen, in die richtige Richtung zu gehen und auch zu priorisieren. Was mir auch immer hilft, also ich bin ein Fan von To-Do-Listen. Ich liebe es, Sachen auch wieder durchstreichen zu können, zum Beispiel. Ich schreibe die mir auch immer physisch auf. Und da hilft mir die sogenannte Eisenhower-Matrix. Und zwar, wenn ich so meine To-Dos für die Woche auf meiner To-Do-Liste habe, dann zeichne ich mir eine Matrix auf, wo auf einer Seite quasi steht wichtig und auf einer Seite steht dringend. Und dann ordne ich quasi ein, dann gibt es quasi vier Felder. Und dann ordne ich ein, okay, welche dieser Tasks sind wichtig, aber nicht dringend? Welche sind dringend, aber nicht wichtig? Welche sind wichtig und dringend? Und welche sind nicht wichtig und nicht dringend? Bei den nicht wichtigen und nicht dringenden kann ich gleich mal schauen, muss ich die überhaupt machen? Beziehungsweise, wenn sie doch irgendwie gemacht werden muss, kann ich sie delegieren. Wenn es nicht wichtig und dringend ist, dann versuche ich sie mir anzuschauen, kann ich die irgendwie automatisieren, dass das nicht immer wieder auf meiner To-Do-Liste ist, beziehungsweise auch wiederum delegieren, wenn es nicht wichtig ist, dass das von mir kommt, oder irgendwie sehr schnell abarbeiten. Und was wichtig ist, dass man die wichtigen, aber nicht dringenden Tasks nicht aus den Augen verliert, weil oft sind das diejenigen, die dich näher bringen an dein Ziel, aber halt nie so einen fixen Timeslot haben, oder eine Deadline, bis wohin die gemacht werden müssen. Aber die nicht aus den Augen zu verlieren und sich ganz dezidiert zu überlegen, wann in dieser Woche nehme ich mir Zeit für diese wichtigen, nicht dringenden Themen, ist super wichtig. Und natürlich die wichtigen und dringenden Dinge, die zuerst zu machen und auch zu priorisieren. Ja, jetzt haben wir doch schon einiges mitgenommen. Ein Thema, das ich noch ansprechen möchte, und ich habe immer wieder mitbekommen, dass das vor allem oft für Female Founders ein Thema ist, ist eine wichtige Sache, um auch priorisieren zu können, um seine Zeit gut zu managen, ist Nein sagen zu können. Das ist etwas, ich habe mal einen Satz gelesen, jedes Mal, wenn du zu etwas Ja sagst, sagst du Nein zu 100 anderen Dingen. Das war etwas, was mir irgendwie geholfen hat, auch manchmal Nein zu sagen. Aber hast du irgendwelche Tipps, Nina, Ja. wie sagt man gut Nein? Ein zweiter Spruch, den ich auch sehr gerne mag, heißt, Nein ist die zweitbeste Antwort. Das heißt, überleg dir auch, wenn du vielleicht so, ja, vielleicht schaffe ich es ja doch nächste Woche, dann gibst du der Person, die glaubt dann, okay, du machst das wirklich, aber eigentlich machst du es vielleicht wahrscheinlich eh nicht, aber du kommunizierst es nicht gut. Also ich glaube, das erste Mal zu verstehen ist ein Nein ist total stark auch für die andere Person, weil das so eine klare Aussage ist und damit kann man viel mehr anfangen als eine schwammige Antwort. Also das sage Das auch für die ist so andere Person. österreichisch. Ja. Und das ist wirklich Jein. so, ja, schau mal, wenn es ja dann nächste Woche gut ist. Und also es ist so machtvoll. Also es gibt dir so viel Macht, wenn du lernst, Nein zu sagen. Und du kannst es auch wertschätzend machen. Und was so viel wichtiger ist, nämlich in Bezug auch zum Delegieren, zu sagen, nein, du kannst es selber machen. Also ich unterstütze dich gerne oder so, aber dass jemand dich um Hilfe oder dass jemand dich um etwas bittet, eigentlich sollte das genau umgekehrt sein als Founder. Du musst so schnell wie möglich lernen, dass du Arbeiten abgeben kannst. Und deswegen ist ein Nein eigentlich entscheidend auch dafür, dass du erfolgreich wirst. Und ich rede mir jetzt natürlich sehr leicht. Also wie ich mit 21 mitgegründet habe, gerade von der Uni kommend, wenig Arbeitserfahrung, wo man eigentlich auch nur lernt mit Vorgesetzten, das sagt man natürlich immer ja, dann ist es halt ja doch eine andere Geschichte. Aber wenn man sich das so klar vorstellt, du kannst es zum Beispiel auch am Laptop, kannst du einfach ein Post-it haben mit einem Nein. Oder zum Beispiel versuch jeden Tag fünfmal Nein zu sagen. Oder du kannst es auch irgendwie spielerisch machen und vielleicht auch
Nein sagen, wenn du eigentlich gerne Ja sagen würdest. Einfach mal, um das zu probieren, um zu lernen. Es ist okay, Nein zu sagen und keine Angst zu haben vor der Konsequenz. Ah, die Person wird mich jetzt nicht mehr mögen. Oder ah, was denkt jetzt von mir, weil ich habe, ich komme zu wichtig vor. Oder ah, dass ich das nicht kann oder was auch immer. Also das einfach selber ausprobieren. Und es wird eine Zeit dauern. Aber es ist, je schneller du das sozusagen gemeistert hast, desto besser ist es für dich, aber auch fürs Unternehmen. Mhm. Super wertvolle Tipps, Lina. Und ich glaube auch, oft kann ein Nein auch sehr gut nach außen hin zeigen, dass du strukturiert bist, deine Zeit dir gut einteilst und weißt, was deine Kapazitäten sind. Und wie du gesagt hast, man kann es auch wertschätzend machen und dann vielleicht sagen, okay, ich bin nicht die richtige Person dafür, aber ich kenne jemanden anderen oder ich habe im Moment andere Prioritäten, aber ich weiß, das ist eine Möglichkeit, die XY gerne wahrnehmen möchte. Und ich habe schon oft gemerkt, dass das auch sehr empowernd für jemanden anderen sein könnte. Also bei mir zum Beispiel, ich werde ab und zu gefragt, ob ich wo als Jurorin oder Moderatorin dabei sein möchte. Und das ist cool, aber wenn sich das dann häuft, habe ich natürlich für meine Prioritäten keine Zeit und kann dann aber anderen Personen, die sich gerne in diesem Bereich entwickeln und ausprobieren würden, die Möglichkeit geben, das zu tun. Also das sind Themen, die man mitnehmen kann und man kann sich auch so ein paar Antworten überlegen, die einem gut gefallen oder da so ein bisschen vorformulierte Antworten schon zurechtlegen, dass es einem das nächste Mal einfacher fällt, abzusagen. Gut, super spannend zusammengefasst. Überleg dir gut, wie du deine Zeit verbringen möchtest. Das ist deine wertvollste Ressource als angehende Gründerin. Und dabei helfen ein paar Methoden, sei es, dass du dir gute Pläne machst und auch Ziele setzt, die du erreichen möchtest, nach denen du dann deine Prioritäten legst. Hier deine Prioritäten auch auf der Eisenhower-Matrix aufzeichnest, dass du in der Früh einen Frosch isst und deine Inbox immer leer sein sollte am Ende des Tages. Probier einfach aus, was für dich funktioniert. Nina, kannst du uns noch einen Fuck-up erzählen, der dir in Bezug auf Zeitmanagement passiert ist? Ich glaube, eine Sache, die hat mich so gewurmt, das war halt, man gibt so einen Plan vor, auch ans Team und okay, wir fokussieren uns jetzt darauf. Und dann kam halt dann doch eine Entscheidung von einem Investor oder von einem Kunden oder was weiß ich was. Und dann habe ich halt diesen Plan ändern müssen, waren aber schon halt voll in dieser Umsetzung drinnen. Und das hat einfach so weh getan, weil es halt nicht nur meine Entscheidung halt nicht nur mich betroffen hat, sondern halt auch so das Team. Und das war halt einfach so, mir hat das so leid getan, wie ich das dann auch so erklären musste und halt diese ganze Arbeit jetzt eigentlich auf die Seite gelegt werden musste. Also man macht da auch, ich würde nicht sagen Fehler, aber man muss Entscheidungen treffen, die halt, weil du musst trotzdem schnell sein, du musst eine Entscheidung treffen und die ist halt nicht immer die beste und manchmal sind es auch Fehlentscheidungen, was dich am Ende des Tages auch voranbringt, aber im Moment selber tut es weh. Und dein größter Flex-Moment? Wir haben sehr viele Kunden, mit denen wir auch viel kommunizieren und eben Support geben. Und da habe ich mir über unseren Kommunikationskanal eine Automatisierung überlegt, die halt einfach den Aufwand auf ein Zehntel auf einmal reduziert hat. Weil es geht vor allem eben darum, Fehlerbehebung und dann fehlt mal ganz, ganz viel Information von dem Kunden und man konnte das, ich habe das sozusagen aufgesetzt, dass ich halt alle Dinge abfragen konnte, schon vollautomatisch, ohne dass wir dreimal hin und her schreiben mussten und dementsprechend halt viel schneller zur Lösungsfindung gekommen sind. Das ist eine Kleinigkeit, aber einmal halt umdenken, okay, wie könnte ich es effizienter lösen und auf einmal macht es so viel leichter. Ah, das ist super. Ja. Das summiert sich ja extrem. Also diese kleinen Effizienzsteigerungen, die werden ja im Nachhinein gesehen ziemlich groß. Gehen wir zur nächsten Kategorie und zwar Let's Build. Was sind jetzt die ersten Schritte, die du machen kannst, um effizienter werden und deine Zeit besser zu managen?
Und zwar, was du schon in der ersten Stunde machen kannst, ist, dass du mal hingehst und deine To-Dos aufschreibst. Einfach mal runterschreiben, was hast du dir alles vorgenommen für die Woche und dann in die Eisenhower-Matrix bringst, die ich vorhin beschrieben habe. Google einfach auch mal, dann siehst du, wie das aussehen kann. Du hast eben zwei Achsen, eine Achse für wichtig, eine für dringend und ordne deine To-Dos auf und priorisiere. In deinem ersten Tag kannst du starten, dir einen Wochenplan aufzusetzen, wo du dir wiederum deine To-Dos anschaust, die du hast und deine Priorisierungen und dir aktiv Zeit blockst. Schau nach, dass auch die Sachen, die wichtig sind und vielleicht nicht dringend, Zeit bekommen in deinem Wochenplan. Und was auch hilft, und das hat die Nina heute auch immer wieder angesprochen, ist, kommuniziere mit deinem Team. Sei offen, was du für Priorisierungen in dieser Woche hast, für Prioritäten, und kommuniziere deinen Wochenplan. Was hilft es, wenn quasi alle auch Einsicht haben in die unterschiedlichen Kalender der anderen Teammitglieder und somit sehen, wann sie dich zum Beispiel nicht in deiner Fokuszeit stören sollten. Und in deiner ersten Woche kannst du einfach mal starten, diese unterschiedlichen Methoden auszuprobieren, die wir besprochen haben. Also probier einfach aus, was für dich am besten passt. Vielleicht ist es die Pomodoro-Technik und schau mal, wie du dir tust, wenn du immer so 20, 25 Minuten Blocker hast und dazwischen Pausen machst. Oder du probierst die Eat the Frog-Methode aus und schaust, wie es dir geht, wenn du immer so diese eine Sache, die du eigentlich nicht machen magst und die dich eigentlich eher nervt, schon in der Früh erledigst und ob du dann produktiver in den Tag hinein startest. Was da auch wichtig ist, ist, dass du dir das richtige Umfeld dafür schaffst, um überhaupt produktiv zu sein. Das heißt, schau, dass dein Schreibtisch aufgeräumt ist, dein Büro sauber ist, schau, dass deine Notifications auf stumm geschalten sind in deiner Fokuszeit. Es gibt auch Tools wie Social Media Blocker, wenn das ein Thema ist, das dich oft daran hindert, effizient zu arbeiten. Schau einfach, lerne dich selbst kennen, beobachte dich und probiere ganz viel aus. Du siehst, das ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast. Es geht ums Experimentieren, Lernen, Anwenden und Verbessern. Kommen wir zur letzten Kategorie unserer Fire Round. Nina, würdest du mir jeweils den nächsten Satz beenden? Und zwar, meinem 15-jährigen Ich würde ich in Bezug auf Zeitmanagement und Produktivität raten. Setz dich gerne mit Software auseinander. Es wird dir wirklich viel helfen, effizienter zu arbeiten und es auch zu nutzen, richtig. Mein größtes Learning zum Thema Zeitmanagement und Produktivität war? Was ich in einer Stunde fokussierte Arbeit schaffen kann, versus halt einen ganzen Tag nicht fokussiert zu arbeiten. Einer Stunde kann ich vielleicht so viel Arbeit schaffen wie in einem ganzen Tag, wenn ich halt wirklich fokussiert bin. Die größte Herausforderung in diesem Bereich war für mich, nicht sofort erreichbar zu sein für Kunden, Kollegen, wer auch immer. Ich bin nicht sofort, antworte ich nicht sofort. Mein Geheimrezept für ein gutes Zeitmanagement ist? Am Anfang vielleicht mehr Zeit zu investieren in ein richtiges Setup, Leute einzuschulen, zu lernen, zu priorisieren. Das braucht am Anfang vielleicht mehr Aufwand, aber langfristig hilft es dir extrem viel. Und den besten Hack, den ich in diesem Bereich umgesetzt habe, war? Asynchron arbeiten am Ende des Tages doch. Also zu lernen, wie man effizient kommuniziert, Entscheidungen trifft, mit anderen zu teilen, weniger Meetings zu haben dadurch. Das ist eigentlich mein Geheimrezept. Was bedeutet asynchron? Asynchron heißt, so wie wir gerade reden, also ich sage etwas und du antwortest, das ist synchron, also hintereinander folgen sofort. Und asynchron ist, ich schreibe dir oder ich schicke dir eine Sprachnachricht und du kannst mir 5 Stunden später auch antworten. Das heißt, es ist nicht sofort, sondern verzögert.
Das heißt, jeder kann in seiner Zeit arbeiten und muss auch nicht gestört werden in seiner Fokuszeit. Super wichtig. Vielen, vielen Dank, Nina, für deine tollen Insights. Das war auch schon die 9. Folge des Let's Build Podcasts. Wenn du Fragen hast und die mit uns diskutieren möchtest, kannst du dich nächste Woche Mittwoch wieder zu unserer Live-Zoom-Session einschalten. Ansonsten geht's in 2 Wochen weiter mit der nächsten Folge, diesmal zum Thema Finanzierung. Und alle Links und weiteren Infos findest du wie immer in unseren Shownotes. Bis dahin, eine schöne Woche und bis bald. Bis bald. Let's build. Dieser Podcast wurde produziert von Austrian Startups in Verbindung mit der Youth Entrepreneurship Week. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo auf deiner Lieblingsplattform. Und wenn du noch mehr Lust hast, mehr Einblicke in die Startup-Welt und Tech-News zu bekommen, dann höre doch auch mal in unseren anderen Podcast Future Weekly hinein. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.